In diesem Video? Das sind keine Plastikdiamanten, sondern das sind halt einfach arschgeile Dinger so. Er meinte wahrscheinlich als Kind eine Iced Out. Wo bin ich ein Kind? Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Wie ihr schon im Titel erkennen konntet, gibt es heute ein, ich würde schon sagen, für mich relativ besonderes Video. Und zwar saß ich letztens hier so in meinem Zimmer und hab mir gedacht... Jo, ich hab ein dickes Auto... Ich hab ne geile Eile, guck dir die an mit den Titten. Und deswegen gibt's ja eigentlich auch wirklich nur noch eine Sache, habe ich mir gedacht, die einen im Leben halt schon wirklich nochmal extrem krass voranbringen kann. Und deswegen habe ich mir dann eiskalt eine neue Uhr gezogen, Freunde. Und zwar Iced Out. Woll, ja! Auf jeden Fall würde ich sagen, wir kommen erstmal nochmal zum ernsten Teil dieses Videos, Freunde. Und zwar möchte ich euch natürlich trotzdem einmal diese Uhr kurz zeigen, ja. Also wir machen jetzt da kein großes Ding draus, Freunde. Ihr seht sie schon, so sieht die hier an meinem Handgelenk aus, wenn er mal fokussieren würde hier. Dankeschön. Ja, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Also ich finde schon an sich, die Uhr steht mir schon, oder? Das kann man schon, ja, Fokus, so. Ich finde schon, das kann man schon machen, so Freunde. Ich nehme die hier einmal ganz kurz ab und zeige euch die nochmal hier, damit ihr natürlich hier eine richtig schöne Aufnahme nochmal bekommt davon, Freunde. Ja, so sieht die Uhr aus. Also ich finde sie auf jeden Fall sehr nice. Man kann auch schon erkennen, von welcher Marke die ist, ja. Das ist keine irgendwie 100.000 Euro Iced Out Uhr, auch wenn Iced Out Uhren nicht so viel kosten und oftmals auch nicht so viel, wie die Leute immer denken irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also die meisten Leute denken irgendwie immer, solche Uhren kosten, keine Ahnung, Alter, 100.000 Euro oder so, was halt wirklich nicht der Fall ist. Diese Uhr hier kostet circa ein bisschen weniger als 300 Euro. Perfekte Angabe. Also die kostet so ungefähr 260 Euro. So viel habe ich zumindest dafür bezahlt. Ich glaube, die war sogar im Sale bei, und das hat man jetzt schon, wie gesagt, lesen können. Ich halte es euch jetzt nochmal hier in die Kamera, damit ihr es nochmal lesen könnt. iStrip Jewelry ist so heißt nämlich die Seite, wo ich diese Uhr her habe. Also sprich, das ist auf jeden Fall eine Webseite, wo es halt unter anderem auch generell Iced Out Schmuck gibt. Also es gibt da Iced Out Uhren oder halt dieses eine Modell nur bis jetzt. Es gibt Iced Out Ketten, es gibt Armbänder, es gibt, glaube ich, Ringe da. Es gibt so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und ich bin eben auf diese Uhr schon vor, keine Ahnung, ein paar Monaten aufmerksam geworden. Ich ziehe die jetzt mal wieder an hier. Geil, Mann. Auf jeden Fall bin ich schon länger auf diese Uhr aufmerksam geworden oder vor einer längeren Zeit und habe mir dann gedacht, okay, warum die nicht eigentlich mal sich koppen so vom Ding her. Und ja, ich war mir erst so ein bisschen unsicher, weil es ist jetzt keine bekannte Schmuckmarke oder so, wo man jetzt sagen kann, okay, da ist man schon so überzeugt davon, dass die Qualität und dass das halt alles stimmt, sondern man ist so ein bisschen misstrauisch, ist auch vollkommen normal so. Ich muss sagen, die Uhr hat eine wirklich sehr gute Qualität so. Ich finde, die sieht sehr nice aus. Den Zweck, den sie erfüllen soll, erfüllt sie auf jeden Fall. Kam auch hier sogar in so einer, ja, relativ hochwertigen Box. Da sogar nochmal so ein Karton drumherum. Also das kennt man zum Beispiel bei Rolex, da hat man ja auch eine Box, die natürlich nochmal geiler ist als die, aber man hat eine Box und drumherum ist halt nochmal so ein Pappding, Papier, Pappdings, Papier. Genau. Auf jeden Fall, das war hier auch noch drumherum und dann ist halt hier einfach noch so ein Kissen dabei, wo man die Uhr halt drauf machen kann. Ansonsten habe ich die auch schon ein bisschen gekürzt, also das geht auch mit diesen 5 Euro Amazon Werkzeugen. Ich weiß nicht, ob das hier fokussiert, hier sind keine Drogen drin, sondern das ist tatsächlich Eis, was hier drinnen ist. Kann man einfach mit so einem billigen Ding kürzen, also gar kein Problem, damit die einem natürlich auch passt und nicht von der Hand rutscht, Freunde. Das wollen wir natürlich nicht, wenn man schon außen auf dem Eis ausrutschen kann, soll man nicht auch noch an der Uhr entlang rutschen können. Okay, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber wie gesagt, ich finde die Uhr ist auf jeden Fall sehr nice. Jetzt gibt es natürlich einige Leute, die würden sagen, ey Chris, das ist aber doch eine Fake-Uhr. Und an diese Leute kann ich wirklich nur sagen, das hier ist keine Fake-Uhr, okay? Also das ist, was man dazu sagen muss, für die Leute, die sich jetzt interessieren, was sind denn das für Steine? Ich kann euch mal ganz kurz, also für Diamanten, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das auch leuchtet tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Das fokussiert doch nicht mein Gesicht, Digga. Fokussiert doch mal die Uhr, bitte. Ich blende euch auf jeden Fall mal eine Aufnahme ein. Nicht wundern, ich muss das mit dem Handy machen, sonst erkennt man da nicht viel, wie das so aussieht. Aber sie glitzert auf jeden Fall ziemlich. Also ich finde, der Effekt, den sie haben soll auf dem Handy, auf der Aufnahme, sieht es jetzt nicht so krass aus. Aber der Effekt ist auf jeden Fall da. Also auch wenn man durch manches Licht läuft und so, dann funkelt es schon wirklich ziemlich. Da könnt ihr mir wirklich glauben. Ich blende euch nochmal ein Bild ein. Das hatte ich auch in die Story gepostet, wo ich die Uhr neu hatte. Und da funkelt es auf jeden Fall auch schon ziemlich. Also den Effekt, den man damit erzeugen will, kann man auf jeden Fall erzeugen damit. Und ansonsten nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ob das jetzt eine Fake-Uhr ist oder nicht. Also das ist definitiv keine Fake-Uhr für die Leute, die das irgendwie geschrieben haben. Da kommen wir dann natürlich gleich nochmal dazu, Freunde. Da gibt es den einen oder anderen Kandidaten auf jeden Fall. Da muss ich schon sagen, der hat schon wirklich auf die Spitze des Eisbergs getrieben. Und ja, also es ist keine Fake-Uhr, weil es ist eine Uhr der Marke iStrip Jewelry und nicht eine, also sie sieht aus wie eine Patek. Ja, die Form oder generell die Uhr sieht aus wie eine Patek, aber es steht ja nicht Patek Philippe drinnen, so, deswegen ist es auch keine Fake Patek. Also wenn man demnach, by the way,
Fall mal vorgehen würde, stellt euch jetzt einfach mal eine typische Edelstahluhr vor. Welches Bild habt ihr im Kopf? Wahrscheinlich das, wie auch die Rolex Submariner aussieht. So, deswegen sind aber die Uhren, die es von den ganzen anderen Marken gibt, ja nicht davon abgefaked oder sind ja keine Fake-Uhren. So, versteht ihr, was ich meine? Es gibt halt immer ein Uhrenmodell und daran inspirieren sich halt viele Leute. Natürlich ist eine Patek ein bisschen spezieller als jetzt dieses Rolex-Modell so, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall keine Fake-Uhr, sondern die Uhr sieht an sich so aus, aber es steht halt eine andere Marke drinnen. Und by the way, die Steine, um nochmal drauf zurückzukommen, für die Leute, die sich interessieren, was sind das überhaupt für Diamanten? Da ist auch der Unterschied, hauptsächlich abgesehen jetzt vom Material der Uhr, da bin ich mir nicht sicher, ob das, ich glaube, Edelstahl höchstwahrscheinlich war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber bei den teuren Uhren ist eigentlich der Unterschied nur die Diamanten. Wenn man es jetzt mal so, natürlich ist das Uhrenwerk auch anders und so, aber von dem, was man sieht, ist der Unterschied die Diamanten und das hier sind halt CZ-Diamanten. Also das sind diese typischen Standard-Schmuck-Diamanten, das sind keine Plastik-Diamanten, sondern das sind halt einfach arschgeile Dinger so. Nein, da sind halt auf jeden Fall einfach so diese typischen Schmuck-Diamanten. Auf jeden Fall gab es dann, wie gesagt, auch die ein oder andere Reaktion natürlich schon von der ein oder anderen Person außerhalb, die diese Uhr gesehen hat und bei der diese Uhr, glaube ich, etwas, ich blende euch jetzt mal einen Kommentar ein, Freunde, da wirklich, als ich das gelesen habe gestern bei TikTok, wo ihr mir, by the way, natürlich folgen könnt, genauso wie bei Instagram, hat jemand einen Kommentar, also ich hatte einen TikTok, wo man diese Uhr halt sieht, das war so ein Duett von einem von Lelano, könnt ihr natürlich gerne einfach mal da anschauen, wenn ihr das jetzt sehen wollt. Auf jeden Fall hat diese Person dann kommentiert, wie er jetzt eingeblendet sieht, das erstens mal meinte er, von wegen so alles Fake, außer die AirPods Pro, die ich gezeigt habe, obwohl das normale AirPods und keine Pro waren, die ich gezeigt habe, so, nur mal an diese Person nochmal, und da meinte ich halt so, eher nicht oder irgendwie sowas habe ich ihm geantwortet und dann meinte er, das sieht er jetzt eingeblendet, er meinte wahrscheinlich als Kind eine Iced Out. Wo bin ich ein Kind? Wo? Guck mal, wo bin ich denn ein Kind, Alter? Sehe ich aus wie ein Kind, Digga? Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit diesem neuen Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ansonsten bitte werdet nicht wie dieser Typ von TikTok. Und dann hoffe ich, dass wir uns wieder beim nächsten Video sehen. Der Kanal ist relativ neu, hat noch nicht so viele Abonnenten. Deswegen würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Und ansonsten kommt, denke ich mal, in ein paar Tagen schon das nächste Video wieder online. Vielleicht gibt es auch ein paar Kommentare unter diesem Video zur Uhr. Dann können wir die natürlich uns gerne mal in einem Video anschauen. Da hätte ich auch Bock drauf. Also schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, wieder in ein paar Tagen. Bis dahin, Freunde, ciao.